Vom Gipfel des El Paisillo fällt der Blick auf Quito, die Hauptstadt von Ecuador. Sie liegt in einer langgestreckten Senke auf dem Altiplano, in fast 3000 Metern Höhe. An den Seiten des Tales und über den Hügeln, auf die sich die Stadt hinaufzieht, ragen die Berggipfel der Andenkette empor. Viele dieser Berge verdanken ihre Entstehung dem Magma, das in der Subduktionszone unter den Anden aufdringt. Alexander von Humboldt bezeichnete deswegen diese Landschaft als Straße der Vulkane. Mit knapp 1,5 Millionen Einwohnern ist Quito nur die zweitgrößte Stadt des Landes, aber doch die historisch bedeutendste. Im Vergleich zu den Megametropolen anderer lateinamerikanischer Staaten wirkt Quito eher provinziell. Die historische Altstadt ist UNESCO-Weltkulturerbe. Ihr Zentrum ist die Plaza Grande, dominiert vom Weißen Palast des Präsidenten. An der Seite des Platzes erhebt sich die Kathedrale von Quito, eine der vielen Kirchen und Klöster in der Altstadt. Mit seinen über 150 Klöstern und Kirchen gilt die koloniale Altstadt von Quito als die spanischste der neuen Welt. Die wichtigsten Stilrichtungen Europas, Renaissance, Barock, Klassizismus, findet man auch hier, aber häufig abgewandelt durch den Modichard-Stil und indigene Kunstornamente. Der Einfluss der indianischen Kunst ist zwar nicht so deutlich wie in den Jesuitenreduktionen, aber gerade bei floralen Motiven gut erkennbar. Von Quito aus fahren wir durch das Hochland nach Osten. Für eine kurze Strecke folgen wir der Straße der Vulkane und sehen den gletscherbedeckten Gipfelkrater des Antisana. Dieser Berg gehört zur Ostkordillere und ist über 5700 Meter hoch. Dort, wo wir stehen, breitet sich die typische Araukarien-bewachsene Hochsteppe des Altiplano aus. Sie ist nicht besonders artenreich und die Pflanzen sind gut an die Trockenheit und die Kälte des Hochlandes angepasst. Am Nachmittag erreichen wir Papalacta, einen kleinen Ort, der für seine Thermalbäder bekannt ist. Hier unternehmen wir eine Wanderung über die Bergwiesen, auf denen üppige Vegetation sprießt. Papalacta liegt etwa auf der gleichen Höhe wie Quito, empfängt aber viel mehr Niederschlag. Wegen der hohen Niederschläge quillt der Bergwald geradezu über von Blumen und Epiphyten. Das lockt sogar die Kolibris an, die man nicht oft in freier Natur sieht. Von Papalacta fahren wir am nächsten Tag weiter in Richtung Amazonas-Tiefland. Dieses umfasst etwa ein Viertel des ecuadorianischen Staatsgebiets und nimmt den ganzen Ostteil des Landes ein. Seit einigen Jahren, auch dank der vermehrten Erdölförderung, ist das Tiefland auf gut ausgebauten Straßen zu erreichen. Untergebracht sind wir in der Dschungellodge Shangri-La. Sie erhebt sich auf einer steilen Klippe über dem Rio Anzu und man hat einen spektakulären Blick über den Regenwald bis hin zur Ostkordillere, die sich aus dem Dunst erhebt.
Am ersten Abend machen wir noch eine kurze Wanderung von der Lodge aus. Wir gehen zu einer kleinen Anhöhe über dem Fluss. Unter uns breitet sich das endlose Baumkronendach des Regenwaldes aus, über dem langsam die Dämmerung heraufsteigt. Am anderen Morgen unternehmen wir eine Wanderung im Regenwald. Um überhaupt voranzukommen, waten wir durch ein teilweise trockengefallenes Bachbett. Wir haben zwei zusätzliche Führer aus der Lodge dabei, beides Tiefland-Indianer. Leider spricht keiner der beiden Englisch, so dass Eddie immer dolmetschen muss. Ihr Wissen aber ist beeindruckend. Sie erklären uns die Essbarkeit und die Heilwirkungen verschiedener Pflanzen und zeigen, wie die Ureinwohner mit einfachsten Mitteln Kleidungs- und Schmuckstücke herstellen. Auffällig ist die fast vollständige Abwesenheit von größeren Tieren. Selbst Vögel hört man nur wenige. Einzig Spinnen und Insekten trifft man. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir sie nur nicht sehen oder ob es daran liegt, dass wir nicht in aller Herrgottsfrühe aufgebrochen sind, sondern erst gemütlich nach dem Frühstück, oder ob die Nähe der Lodge einen Einfluss darauf hat. Oder ist es eben wirklich so, dass vergleichsweise nur wenige größere Tiere im Regenwald leben? Was man leicht und überall erkennen kann, ist die Vielartigkeit der Pflanzen und Bäume im tropischen Regenwald. Auch dass Wachstum und Zerfall gleichzeitig auf engstem Raum stattfinden, wird sofort ersichtlich. Und häufig ist der Boden doch erstaunlich frei von Unterholz und Pflanzenbewuchs. Das dichte und geschlossene Blätterdach der Bäume hat diesen verhindert. Am dritten Tag unternehmen wir einen Ausflug mit dem Bus und dem Boot zu zwei Tieraufzuchtstationen im Regenwald. In Anbetracht der Tatsache, dass die größten Lebewesen, die wir bislang gesehen haben, Vögel und Spinnen waren, ist dies sicherlich auch notwendig. In diesen Stationen werden Tiere des Regenwaldes gehalten, die entweder von ihren Besitzern hier abgegeben wurden oder, weil sie geschmuggelt werden sollten, ihren Besitzern abgenommen wurden. Dazu gehören neben Papageien und Affen auch so seltene Tierarten wie Ozelots und Tapire. In den Tierstationen versucht man, sie so aufzuziehen, dass sie wieder ausgewildert werden können. Viele dieser Tiere haben sich aber so an den Menschen gewöhnt, dass sie niemals in freier Wildbahn überleben könnten. Es ist ein erschreckender, aber nichtsdestotrotz realistischer Gedanke, dass eines nicht fernen Tages die einzigen großen Tiere im Regenwald diejenigen sein werden, die in solchen Zuchtstationen leben. Denn sie kommen auch deswegen so selten im Regenwald vor, weil sie große Reviere benötigen. Und diese werden durch die ökonomische Erschließung des Regenwaldes immer mehr beschnitten.
Vom Amazonastiefland fahren wir zurück aufs Altiplano. Unser erstes Ziel dort ist Banjos. Die kleine Stadt ist eines der touristischen Zentren von Ecuador. Sie liegt am oberen Ende der Ruta de las Cascadas, einem steilen Canyon, der durch den Rio Pastaza und seine beeindruckenden Wasserfälle gebildet wird. Banyos liegt in einem Hochtal am Fuß des Tungurahua. Dieser 5000 Meter hohe Stratovulkan stößt immer wieder Aschewolken aus. Ein halbes Jahr, nachdem wir die Region besuchten, flüchteten 1500 Menschen vor einer Eruption und ein Ascheregen zerstörte 20.000 Hektar Ackerland. Die vulkanischen Aktivitäten haben für Banyos aber auch sein Gutes. Denn es gibt in der Umgebung der Stadt heiße Quellen, die eine Attraktion für in- und ausländische Touristen darstellen. Bei einer Fahrradtour in der Nähe von Banyos überqueren wir mehrmals Lavaströme, die noch so jung sind, dass sich bislang keine Vegetation festsetzen konnte. Der Tungurahua macht seinem Ruf als launischer Berg aber alle Ehre, denn sein Gipfel hüllt sich die ganze Zeit in ein dichtes Wolkenkleid. Hinter Banyos steht uns eine lange Fahrt durch das zentrale Hochland bevor. Kurz machen wir Rast an einem der kleinen Marktorte. Dann geht es weiter in Richtung Quilotea. Hier unterstützt Viva Tours ein Entwicklungsprojekt. Es liegt auf fast 4000 Meter Höhe an einem Kratersee. Obwohl das Wetter ziemlich rau und bedeckt ist, bietet dieser einen beeindruckenden Anblick. Wir sind aber alle froh, dass wir auf dieser Höhe nicht übernachten müssen. Denn das Gästehaus macht keinen anheimelnden Eindruck und einige aus unserer Gruppe leiden unter leichter Höhenkrankheit. So sind wir zufrieden, dass es nach einem Abschiedsständchen wieder hinunter aufs nur 3000 Meter hohe Altiplano geht. Der Cotopaxi-Nationalpark ist berüchtigt für seine Wetterkapriolen. Und auch wir haben alles andere als blauen Himmel. Doch zumindest regnet oder schneit es nicht. Der Cotopaxi ist mit 5.897 Metern der zweithöchste Berg Ecuadors. Auch er ist ein prominentes Mitglied der Straße der Vulkane. Wir machen eine kleine Wanderung in der Nähe des Refugi José Rivas. Es liegt auf 4800 Metern Höhe, also noch gut 1000 Meter unter dem Gipfel. Hier geht die andine Hochlandsteppe in die Fels- und Eisstufe über. In der Landschaft lassen sich an vielen Stellen noch die Formen ehemaliger Lavaströme erkennen.
Die letzte große Eruption des Cotopaxi ereignete sich 1877. Die ausbrechende Lava schmolz die Gipfelgletscher ab, sodass gewaltige Lahare das Land in mehr als 100 Kilometer Umkreis verwüsteten. Dabei wurden auch viele der Estancias zerstört und die dort lebenden Tiere ausgewildert. Die Pferde waren wohl am anpassungsfähigsten, denn freilebende Pferdeherden bilden heute eine der Attraktionen des Cotopaxi-Nationalparks. Auf dem nördlichen Altiplano erkunden wir die Laguna Quicocha, einen Kratersee in der Nähe von Otavalo. Ihr Namensgeber ist das Meerschweinchen. Sie wurde vor etwa 3000 Jahren durch eine phreatovulkanische Eruption geformt. Die Inseln im Kratersee sind Überreste ehemaliger Lavadome. Das ganze Gebiet ist heute ein ökologischer Naturschutzpark und beherbergt viele seltene Pflanzen- und Vögelarten. Über Otavalo, wo wir beobachten können, dass die Epiphyten sich nicht nur auf Bäumen, sondern auch auf Telefon- und Stromleitungen wohlfühlen, fahren wir weiter zu den Ausgrabungen von Cochasqui. Man hat hier 15 Pyramiden aus vorinkanischer Zeit gefunden. Sie wurden von den Kara-Stämmen erbaut und dienten wahrscheinlich religiösen, aber auch militärischen Zwecken. Neben den Pyramiden fand man auch eine Reihe von Gräbern und angeblich konnten sich die Kara-Indianer hier einer Eroberung durch die Inka erwehren. In Cochasqui sehen wir auch zum ersten und einzigen Mal freilebende Lamas, die friedlich über die Hochlandsteppe ziehen. Unser letzter Besuch auf dem Altiplano gilt einer der großen Rosenfarmen in diesem Gebiet. Hier haben die Besitzer einer der traditionellen Haciendas ein neues und einträgliches Geschäft entdeckt. Nach Kolumbien ist Ecuador der zweitgrößte Rosenexporteur der Welt. Insbesondere die Amerikaner sind am Tag des unheiligen Valentin unersättlich. Es gereicht aber der Europäischen Union zur Ehre, dass sie mit ihrem Rosensiegel erreicht hat, dass heutzutage die Arbeitsbedingungen in den allermeisten Rosenfarmen einen ganz ungewöhnlich hohen Standard haben. Auf der Westseite der Anden liegen die einzigartigen Berg- und Nebelwälder. Die Bergregenwälder gehören zu den artenreichsten Regionen der Erde. Hier leben fast genauso viele Tier- und Pflanzenarten pro Quadratkilometer wie im tropischen Regenwald. Nachdem man lange Zeit hier rücksichtslos mit Abholzung und Brandrodung vorgegangen war, wobei die Ökologie einen ertragreichen Anbau eigentlich unmöglich machte, versucht man inzwischen, dieses einzigartige Gebiet zu erhalten und für den Tourismus nutzbar zu machen. Wir sind in der spektakulär gelegenen Lodge Bella Vista untergebracht und machen von dort mehrere Ausflüge.
Das Faszinierendste ist aber nicht die üppige Pflanzenwelt, sondern die schier unendliche Vielfalt der Kolibris. Man könnte den flinken Vögeln tagelang zusehen, wie sie die Honigwasserschalen umschwirren. Es ist wie ein erster und kleiner Vorgeschmack auf die erstaunliche und einzigartige Tierwelt von Galapagos.